Hallo und herzlich willkommen zu Über Gott und die Welt. Über Gott und die Welt ist eine Talksendung hier im offenen Kanal, bei der ich mir regelmäßig Gäste einlade, um mit ihnen wirklich über Gott und über die Welt zu sprechen, übers Leben zu plaudern. Mein Name ist Uwe Heimowski und mein Gast heute ist Stefan Taubmann. Stefan Taubmann ist 41 Jahre alt, verheiratet mit Ida und ein Neugierer. Ja. Ein Neugerscher, wie man hier sagt. Seit September bist du in Gera. Stefan, herzlich willkommen. Danke, dass du heute hier bei mir Gesprächspartner bist. Hallo. Stefan, was hat dich nach Gera geführt? Ja, eigentlich die Anfrage, eine Stelle als Pastor hier in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde anzutreten. Erstmal mit einer halben Stelle, da ich parallel noch mein theologisches Studium mit einem Masterabschluss mache, hat das ganz gut gepasst, dass ich also schon vorzeitig eine Stelle anfangen konnte. Und so bin ich nach 18 Jahren Leipzig zusammen mit meiner Frau und Schwiegermutter, Oma im Gepäck, dann im Sommer letzten Jahres nach Gera gekommen. Schön. Was waren deine ersten Erfahrungen? Die ersten Erfahrungen in Gera war, es gibt endlich wieder Hügel. Ne? Ich komme ja ursprünglich aus dem Oberpfälzer Jura, da bin ich aufgewachsen, also die Regensburger Ecke in der Oberpfalz, ein wunderschönes Hügelland. Und die letzten 18 Jahre, wie gesagt, habe ich in der mitteldeutschen Tieflandsbucht gewohnt und habe also jeden Hügel vermisst. In Leipzig gibt es halt nur Müllberge, die begrünt sind. Genau, insofern habe ich mich, oder meine Frau und ich, wir haben uns ganz schnell hier verliebt in dieses Städtchen. Und ein zweiter, sozusagen erster Eindruck war, mich total irritiert hat, dass ich immer wieder angesprochen wurde, was ich eigentlich hier will. Weil man kommt doch nicht nach Gera, schon gar nicht zum Arbeiten, man geht von Gera weg. Also sind die Leute eher überrascht, wenn sie einen treffen, der sagt, ich möchte mich hier anmelden, ich möchte hier die nächsten Jahre wohnen bleiben. Das hat mich ehrlich gesagt am Anfang etwas herausgefordert. Du hast gesagt, etwas irritiert und du hast auch schon gesagt, du mit deiner Frau, du genießt die Gegend, ihr geht gerne spazieren, ich weiß, du liebst Blumen. Wenn man dich mit deiner Frau spazieren gehen sieht, dann kann man auch auf den ersten Blick etwas irritiert sein. Es ist nun mittlerweile öfter mal so, dass nicht mehr nur wie früher, dass also ein etwas älterer Mann eine deutlich jüngere Frau heiratet, das gibt es mittlerweile auch umgekehrt, aber bei deiner Frau und dir ist es doch ein auffälliger Altersunterschied. Der ist deutlich. Wenn ich sage, es sind 25 Jahre, verbessert mich meine Frau dann immer und sagt, nein, es sind 24,5. Also es ist tatsächlich quasi ein Generationenunterschied. Wir haben uns kennengelernt, zweite Hälfte 90er Jahre, sind seit 1999 verheiratet. Ja, wir sind uns damals über den Weg gelaufen, haben uns verliebt, haben das erstmal gar nicht so registriert, weil bei dem Altersunterschied kann das eigentlich gar nicht sein, ja? Irgendwann sind wir dahinter gekommen, doch, es ist tatsächlich so. Meine Frau war sehr jung verwitwet, war da schon ein paar Jahre alleine, hat drei Kinder. Zwei waren noch gerade so im Haus, gerade kurz vor dem quasi Abflug aus dem Elternhaus. Ja, und dann haben wir nach, muss man sagen, reiflicher Überlegung gesagt, wenn wir unser Leben schon teilen, dann lass uns das verbindlich machen, auch wenn das gesellschaftlich verrückt scheint, manche Etikette vielleicht durchbricht, aber wir stehen dazu und wir heiraten. Was Interessante ist, nachdem wir das gemacht haben, dass wir eigentlich immer Akzeptanz erlebt haben. Und selbst wenn mich dann im Geschäft Leute, ja, ich kann sie ja nicht verübeln, ne, wenn sie mich dann angesprochen haben, ist das ihre Mutter und ich gesagt habe, tut mir leid, meine Frau, ja. Und die dann etwas betreten waren, haben sich entschuldigt, habe ich immer gemerkt, es ist okay, ne, wenn man einfach zu dem steht, was man macht. Und ja, so gehen wir also jetzt schon das 15. Jahr gemeinsam verheiratet durchs Leben. Deswegen habe ich das genau gerade eben gesagt, auf den ersten Blick etwas irritierend, auf den zweiten sieht man es gar nicht mehr.
weil ihr einfach euch lieb habt, weil ihr zusammenlebt, weil die Dinge sich so ergeben haben. Aber das spricht ein bisschen dafür, dass in deinem Leben manche biografischen Dinge vielleicht ein bisschen anders gelaufen sind als bei anderen. Kannte ich eckig. Jetzt auch berufsbegleitend, machst du ein Theologiestudium, arbeitest schon als Pastor. In den vergangenen Jahren hast du in einem Hospizdienst gearbeitet in Leipzig. Und da hast du ja viele Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. Mhm. Was war in dieser Erfahrung für dich besonders wichtig? Bloß mal zum Sortieren. Hospizdienst ist die psychosoziale Begleitung von Menschen, die in der Regel ehrenamtlich gemacht wird. Also es gibt in so einem Hospizdienst einen oder mehrere Koordinatoren, die Ehrenamtsgruppen ausbilden. Das gibt es auch in Leipzig zusätzlich zu einem stationären Hospiz oder zu zwei stationären Hospizen, wo Menschen eben so die letzten Lebenswochen bis Monate in der Regel verbringen, bevor sie versterben. Und wo ich gearbeitet habe nach einer Zeit im stationären Hospiz, das war in einem spezialisierten ambulanten Palliativversorger. Das ist ein furchtbares Wort, SAPV. Das heißt, wir waren ein kleiner Notdienst, ein gemischtes Team von Ärzten und spezialisierten Pflegekräften, die also zusätzlich zu allen, die es bisher schon gab, also Pflegediensten, Hausärzten, Fachärzten und so weiter, Versorgern, zusätzlich Menschen zu Hause betreut haben. Und eben mit dem Ziel, dass jemand, wenn er das möchte, auch zu Hause versterben kann. Mhm. Gibt so aus Umfragen, dass man davon ausgehen kann, etwa 75% der Menschen, die so Bevölkerungsschnitt bilden, möchten eigentlich in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld versterben und nicht irgendwo in einer Einrichtung, in der Klinik. Also es war sehr herausfordernd für mich, dort erstmal reinzukommen, weil ich beruflich eigentlich Altenpfleger bin. Das habe ich gelernt und habe eben auch vorwiegend in geriatrischen Einrichtungen gearbeitet, Pflegediensten, Altenpflegeheime, und war nun eigentlich in so einem klassischen Krankenpflegefeld, aber eben in einer Nische durch diese Spezialisierung. Und mich hat ganz viel bewegt in der Begegnung mit Menschen. Du hast mich jetzt gefragt drauf. Ich würde sagen, das Faszinierende war für mich immer, dass Menschen in ausweglosen und scheinbar ausweglosen Situationen, in höchsten Lebenskrisen, in unglaublichen Überlastungssituationen es schaffen, zu Hause wahnsinnig viel möglich zu machen, wenn eine gute professionelle Betreuung da ist und ein soziales Netz, sprich Partner, Kinder oder auch Freunde. Es müssen nicht immer die Angehörigen sein. Ja? Man spricht ja heute auch von Zugehörigen, also das Umfeld eines kranken Menschen. Das hat mich bewegt. Mich hat natürlich auch bewegt, an Sterbebetten zu stehen, wirklich den Tod zu sehen. Also zu sehen, wie Menschen wirklich auch von dieser Welt gehen. Also dieses Endgültige auch, ist natürlich auch sehr berührend, weil dich das ja nie persönlich unberührt lässt, weil ich ja selbst auch irgendwann sterben werde. Das heißt, das macht auch immer was mit mir. Und es hat mich sehr berührt, wenn ich wirklich mal dabei war, wenn Menschen verstorben sind, dann für die Angehörigen da zu sein. Und das kann ich unbedingt mit vielen Worten, mal mit einem Gebet, mal einfach nur mit einem Trostwort und ein andermal einfach nur mit Schweigen. Mhm. Und dann gemeinsam auch an so einem Sterbebett Abschied zu nehmen, zu gestalten, Blumen oder den Aschenbecher mit der Lieblingszigarettenmarke oder das Fußballtrikot anzuziehen, dem Verstorbenen, damit eine Familie gut Abschied nehmen kann. Das waren für mich immer sehr bewegende Momente. Haben diese Erfahrungen was damit zu tun gehabt, dass du sagst, ich würde jetzt auch gerne noch Theologie studieren? Hängt das zusammen? Die Entscheidung, Theologie zu studieren, die war eigentlich ungefähr parallel zu meinem Wechsel von dem Pflegeheim in das Hospiz. Also kommt jetzt nicht unmittelbar daraus. Natürlich laufen die Dinge parallel im Leben. Ne? Und ich hatte mich ja auch schon vorher immer wieder mit Tod und Sterben auseinandergesetzt. Insofern ein Teil ja, aber nicht, es kam jetzt nicht unmittelbar daraus. Du bist ja jetzt dann, also während der Jahre in diesem Pflegedienst gewesen, also du warst sozusagen auf der medizinischen Seite.
zukünftig arbeitest du als Pastor, das ist eine andere Perspektive. Was würdest du denn sagen, was kann ein Pastor, was kann eine Kirchgemeinde, was kann Religion, was kann Glaube bieten, was eine andere Profession nicht bieten kann? Und auf der anderen Seite, was sollte sich auch Kirche gar nicht anmaßen bieten zu wollen, weil das dringend die Ergänzung von anderen Fachleuten braucht? Also ich glaube, dass Kirche und Gemeinde wirklich einen Raum bietet, wo Menschen kommen können, so wie sie sind, wo Menschen mit ihren ganzen Fragen, Zweifeln, vielleicht auch Lebenskrisen, vielleicht auch keine Lebenskrisen, ja, mit ihrem ganzen Sein willkommen sind, da sein dürfen. Und ich glaube, das Besondere, was es sonst eben nicht gibt in anderen Vereinen oder anderen Institutionen, das ist diese unmittelbare Sinnsuche, Frage nach Lebenssinn und Frage nach Gott, Frage nach dem Woher, Frage nach dem Wohin, also diese spirituellen Fragen. Ich habe das gerade auch im hospizlichen Bereich erlebt, dass es da oft auch schwierig ist, weil man ja ganz bewusst sich nicht konfessionell bindet. Man möchte einen Rahmen geben für jeden Menschen, jeder Religion, jeder Glaubensrichtung, allen Wertvorstellungen. Und dann aber oft immer auch ein Stück die Klarheit fehlt, dass Menschen vielleicht auch ihre Fragen gezielt stellen können. Und ich glaube, dass Kirche da eine Möglichkeit ist, weil man über Glauben auch wirklich ins Gespräch kommen kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn ich jetzt nochmal so von meiner Perspektive auch herkomme, die jetzt eine professionelle Begleitung von Menschen am Lebensende war, dann glaube ich, man sollte aufpassen, in Kirche und Gemeinde zu meinen, dass man für alles der Experte ist. Das sind wir nämlich nicht. Und ich finde es schön, wenn das Christsein und fachliche Expertise zusammenkommen. Ich finde es schön, dass ich als gläubiger Mensch, als Pfleger arbeiten durfte. Ich finde es schön, dass ein Christ als Bäcker arbeitet, ja, dass wir überall, wo wir sind, unser Christsein leben können. Aber das heißt eben im Umkehrschluss nicht, dass jemand ein Experte ist im seelsorgerlichen Bereich oder therapeutischen Bereich, nur weil er Christ ist. Und ich glaube, dass es da oft Zerrbilder gibt und dass wir, ich sitze ja da mit in dem Boot, ja, als Kirchen und Gemeinden, oft die Sensibilität nicht haben, Menschen weiterzuempfehlen oder Angebote aufzuzeigen, die es eben außer uns noch gibt. Also das ist mir persönlich auch wichtig. Und gerade jetzt so aus diesem Gesichtspunkt, Menschen zu begleiten, zu sagen, es schließt sich auch nicht aus. Eine zum Beispiel psychotherapeutische Begleitung durch einen professionellen Dienstleister ergänzt sich ja auch gut mit einer seelsorgerlichen Begleitung in der Gemeinde, wo man eben dann wirklich auch diese Fragen nach Sinn und Gott und meinem Leben auch stellen kann. Ja. Genau, und wo man ein Gebet anbieten kann, aber ja. kein Medikament verschreiben darf. Zum Beispiel. Was auch gut ist. Sag mal zu dir selber. Du hast gerade gesagt, so als, dass du als Christ, als gläubiger Mensch das machen darfst. Ist Glaube etwas, was in deinem Leben schon immer eine Rolle gespielt hat? Oder hat sich das irgendwann entwickelt? Gab es da einen Bruch? Gab es einen Einschnitt? Also je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass der Glaube immer eine Rolle gespielt hat. Das habe ich früher nicht so verstanden. Verrückt, ne? Ich hatte auch mal einen ziemlichen Bruch in meinem Leben, wo ich dachte, mit dem habe alles angefangen. Und ein paar Jahre später sagte meine Mutter mir dann, ne, ach, das war so toll, dass das irgendwann Frucht getragen hat, dass ich jeden Abend für dich gebetet habe. Das habe ich lange gar nicht verknüpfen können. Ja. Ne? Das ist tatsächlich in der Retrospektive. Erzähl doch mal. Ja, insofern, ich bin kirchlich aufgewachsen in einer katholischen Gegend, bin also so als Kind bis hin zum Jugendalter, wo man dann keinen Bock mehr hatte, bin ich also in die Kirche gegangen und wir hatten Religionsunterricht. Das hat mich schon ein Stück religiös geprägt. Aber Glaube hat jetzt nie irgendwie eine Rolle gespielt im Alltag. Also es gab keinen Alltagsbezug. Sonntag war Kirchgang sozusagen, Gottesdienst und Montag ging's Leben weiter. Ich bin zum Beispiel erzogen, dass man zur Beichte geht, gerade vor Ostern. Das gehört einfach auch in der katholischen Kirche dazu. Und ich habe mich später erinnert, dass es für mich als Kind immer eine große Erleichterung war, wenn ich
Es war natürlich auch ein Stück mit einem Krampf verbunden, wenn man so nach einem Katalog, einem Sündenkatalog Dinge abarbeiten muss und das dann dem Pfarrer, dem Priester sozusagen bekennt. Aber ich bin irgendwie immer erleichtert und froh heimgegangen, ja, dass es jemand gibt, der mir meinen Mist auch vergeben kann. Das Problem war nur, das habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich es ja wieder tue, dass sich ja in meinem Leben an sich nichts ändert. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo du merkst, dass Glaube im Alltag keine Relevanz hat. Bei mir war es dann so, dass ich... Aber das würdest du jetzt nicht der Kirche zuschreiben? Sondern mir selber, ja klar. Im Rückblick weiß ich, dass ich gerade als junger Erwachsener sehr stark gesucht habe. Ich habe es dann in religiösen Formen gesucht, habe immer gedacht, ich muss doch irgendwie beten, ich muss doch Gott suchen. Und mir ist das nicht gelungen. Es war irgendwie Krampf, aber ich habe Gott nicht gefunden. Und als ich dann Zivildienst gemacht habe in einem Altenheim, habe ich das erste Mal Menschen kennengelernt aus einer freien Gemeinde, freie evangelische Gemeinde, die mich eingeladen haben in den Gottesdienst. Und ich glaube, das war so ein Auslöser. Das war jetzt nicht, dass die Kirche oder die Gemeinde besser war als das, wo ich vorher war, sondern es war einfach anders. Und dieses andere, glaube ich, hat bei mir was ausgelöst. Mhm. Das geht übrigens genau. Also das ist jetzt nicht, um dich da abzuwürgen, ich komme da gleich drauf zurück. Aber ich kenne auch eine Frau, die ist in einer freikirchlichen Tradition aufgewachsen, sich dem irgendwann, ich kann da nichts mehr mit anfangen, und hat dann in der katholischen Tradition plötzlich das andere gefunden und gemerkt, hey, sind fast die gleichen Glaubensinhalte, aber in einer anderen Form, und plötzlich kann ich mich dafür neu öffnen. Ne? Ja. Manchmal ist genau das, was den Wechsel ausmacht. Ne? Oder was das ist mir persönlich auch sehr wichtig geworden, weil ich habe dann über Jahre später mich in dieser Abgrenzung immer auch definiert. Ja? Für mich war das, was vorher war, es war natürlich meine katholische Erfahrung falsch und das, was ich jetzt habe, richtig. Ne? Und das durfte ich die letzten Jahre deutlich nochmal reflektieren und habe auch eine innere Aussöhnung erlebt. Ja, dass ich denke, es ist wunderbar, dass es in der katholischen Kirche, in der lutherischen Kirche und in vielen, vielen anderen Kirchen und Gemeinden Menschen gibt, die ihr Leben mit Gott leben. Bei mir war es dann eben so ein Impuls, dass ich gemerkt habe, hey, es geht auch ohne Orgel und ohne Messe und ohne Liturgie. Und das hat mich so in ganz neues Fragen gebracht. Und dann war es tatsächlich bei einem Spaziergang ein junger Mann, der mich gefragt hat, du willst nicht dein Leben einfach mal mit Gott in Ordnung bringen? Willst du nicht mal Gott auch in deinem Alltag, in deinem kompletten Leben Raum geben? Und dann habe ich gesagt, eigentlich ja, will ich. Und habe dann für mich verstanden, dass Jesus Christus nicht irgendwie ein Dogma ist, nicht irgendwie ein Kruzifix an der Wand darstellt, sondern dass ein persönlicher Gott ist, dass er für mich wirklich ans Kreuz gegangen ist, für mich gestorben ist, für mich auferstanden ist. Das, was wir eigentlich jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis auch so gebetet haben. Ja. Aber was hat den Unterschied gemacht? Wodurch ist dir das plötzlich persönlich deutlich geworden, dass es stimmt? Ich glaube, da ist so viel vorher gereift, dass es einfach nur noch wie der Deckel drauf war, zu sagen, ja, eigentlich will ich das. Eigentlich will ich doch mit Gott leben. Und was ist in diesem Moment, wo du sagst, das ist jetzt gereift und jetzt war es reif sozusagen, der hat dir das gesagt, du willst das, was hast du dann gemacht? Wir haben miteinander kurz gebetet und ich habe gesagt, Jesus Christus, ich habe bis heute gar nicht verstanden, dass du wirklich lebst, dass du Relevanz hast für mein Leben, dass ich mit dir auch Alltag gestalten kann. Ich möchte es ab heute. Und habe natürlich dann auch Gott ganz viel Mist auch gebracht, den ich ihn dann auch um Vergebung gebeten habe. Okay, also nochmal, aber du hast ihn so direkt angesprochen, hast du das gesagt, und der andere junge Mann, der hat dir das gesagt, quasi so kann man beten. Genau, ganz persönlich, ganz einfach, ohne Form, ohne irgendwelche Formeln oder Floskeln. Ja. Und das, manchmal wünsche ich mir das, so natürlich zu beten wie damals, ja, ohne eine Voreingenommenheit. Und da hat sich dann eine Beichte angeschlossen? Auch wieder interessant, nicht in der Form einer Beichte, aber im Inhalt. Also wobei, muss ich sagen, das kam dann erst Monate später. Okay. Na, da waren so einzelne Erlebnisse, kleine Stationen auf dem Weg, wo ich irgendwann gemerkt habe, Mann, da ist doch viel mehr dahinter, was ich verdrängt habe. Und bis dahin, dass ich auch Sachen praktisch in Ordnung gebracht habe, kann mich erinnern, ich bin mal an eine Tankstelle gegangen und habe gesagt, ich habe hier bei Ihnen mal Papier geklaut und die möchte ich dann bezahlen. Ja, die haben gedacht, was will der eigentlich hier? Bei uns wird ständig Bier geklaut. Aber mir war das plötzlich wichtig geworden. Ja.
dass ich mein Leben auch in Ordnung bringen muss und auch Dinge vor Menschen in Ordnung bringen muss. Und wie haben die reagiert, außer was will der hier, bei uns wird ständig Bier geklaut? Ja, drüber gelacht oder gab es auch Leute, die sagten, oh, alle Achtung? Oder gab es auch Leute, die sagten, jetzt aber mit Zinsen zurückzahlen? Nee, Häme habe ich nicht erlebt. Barmherzige Menschen, die mein Geld genommen haben und zwar okay. Ja. Okay. Da war dieser Punkt, du hast Dinge in Ordnung gebracht. Was hat sich trotzdem jetzt ganz praktisch vom Anfühlen, vom Erleben für dich in deinem Glaubensleben dadurch verändert, durch diese Erfahrung? Ja, verändert hat sich viel. Erstmal bin ich unglaublich missionarisch danach geworden. Missionarisch in dem Sinn, ich wollte jedem das sagen, was ich erlebt habe und habe es den Leuten nicht nur gesagt, sondern habe es ihnen quasi förmlich übergestülpt. Ich glaube, das Bild von so einer Tüte über den Kopf passt durchaus manchmal. Aber das machst du jetzt nicht mehr hier im GmbH, oder? Nee, meine Familie, die konnte es zum Teil nicht mehr hören. Ja. Und das sind halt auch Dinge, wo ich gemerkt habe, da war ganz viel Sturm- und Drangzeit. Ich war 18, 19 Jahre alt. Ne? Und ich glaube, da vermischt sich auch ganz viel. Wenn ich jetzt, was weiß ich, Kommunist geworden wäre in der Zeit, dann hätte ich es genauso gemacht. Also ganz viel, glaube ich, ist da auch eine ideologische Art, dass man jetzt anderen die Wahrheit, die man selbst erkannt hat oder erkannt zu meinen hat, drüber stülpen möchte. Aber ich glaube trotzdem, es war eine neue Sicht aufs Leben und vor allem neue Sicht auf Menschen. Und ich habe gemerkt, dass mir, ja, durchaus hatte ich vorher auch eine soziale Ader. Ich glaube, das liegt bei uns auch ein Stück in der Familie. Aber ich habe gemerkt, es löste mir was aus, wenn ich Menschen in Armut sehe, wenn ich Menschen in Verzweiflung sehe. Da ist was, ich nenne das Barmherzigkeit, was ich glaube, was von Gott herkommt, weil Gott in seinem Wesen barmherzig ist, weil Gott von seinem Wesen her Liebe ist und Menschen liebt. Und das war für mich so die erste Zeit ein ganz neues Entdecken auch, dass ich lieben kann. Also nicht nur so auf die Art, wenn du mir was gibst, gebe ich es dir zurück, sondern auch ein Stück vorbehaltlos. Menschen auch zu lieben in der Andersartigkeit. Ich weiß, dass das dann auch wieder ins Ungleichgewicht kam, gerade durch meine Ideen, dass ich dachte, ich muss den Menschen die Wahrheit sagen und so wie ich es erkannt habe, ist es richtig. Ich glaube, dass ich da oft Menschen überhaupt nicht liebevoll begegnet bin. Aber ich glaube, in dieser Lebensveränderung war das schon ein prägender Punkt, zu merken, Gott liebt mich, Gott liebt Menschen und gibt mir auf einmal auch Liebe ins Herz, die ich vorher nicht hatte. Diese Liebe mit diesem missionarischen Eifer, wie du es genannt hast, gepaart, hat dann hoffentlich dazu geführt, dass du den Leuten eben doch nicht so die Tüte übergestülpt hast, sondern sie dann irgendwann wieder frei atmen lassen hast, oder? Leider muss ich sagen, manchmal war es wirklich nicht der Fall. Und wenn ich heute zurückschaue, ich meine, da liegen jetzt schon über 20 Jahre, ich bin froh, dass Gott so barmherzig ist und einfach auch tiefer sieht als nur das, was an der Oberfläche ist. Ich glaube einfach, dass ich ganz viel meine persönliche Art auch verarbeitet habe in diesem religiösen Denken. Und ich habe die letzten Jahre gemerkt, dass ich vieles ganz neu reflektiere. Also ich kann heute Menschen in der Andersartigkeit stehen lassen. Das konnte ich damals nicht. Ich war zwar der Meinung, dass ich Menschen liebe, aber im Grunde genommen glaube ich, dass wir uns da auch als gläubige Menschen, als Christen oft was vormachen. Ja, dass wir denken, wir lieben andere, aber eigentlich nur bis zu einer bestimmten Grenze. Und ich glaube, da durfte ich viel lernen auch in den letzten Jahren. Auch durch Studium Dinge zu reflektieren. Und ich glaube auch gerade, was wir am Anfang hatten, in der Auseinandersetzung mit Themen wie Krankheit, Leid, Lebensende, viel gelassener geworden bin. Und ich hoffe, dass man mit Ü40 langsam auch eine Lebensreife bekommt. Tja, das hoffe ich auch immer noch, ja, dass das irgendwann mal so ist. Nehmen wir dieses Stichwort Mission trotzdem nochmal auf, weil das ist ja was Menschen auch oft so im Kopf haben oder was man auch lernt und erfahren hat. Ne? So dieses, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Absolut, also Missionen mit dem Schwert, mit Kreuzzügen, was in Südamerika passiert ist, wo ganze indigene Völker im Namen des Kreuzes ausgerottet wurden. Das ist die eine negative Seite. Mhm. Auf der anderen Seite ist ja Mission, kann ja auch was sehr Positives sein.
Wenn ich das, was mir im Leben viel bedeutet, nicht für mich behalte, sondern das mit anderen teilen möchte. Wie würdest du das heute sagen? Ist Glaube etwas, was man dann lieber sicherheitshalber für sich behalten sollte, oder ist es trotzdem wertvoll, dass man es weitergibt? Also ich glaube, dass Glaube wirklich einen Lebensstil prägt und dass das, was drin ist, auch nach außen kommt. Insofern wünsche ich mir natürlich für mein eigenes Leben, und das ist das, von was ich auch überzeugt bin, dass Glaube attraktiv ist, dass er anziehend ist, dass Menschen auch dadurch, dass sie mit mir oder mit uns vielleicht auf dem Weg sind, dass sie sich selber hinterfragen. Mensch, es gefällt mir, wie die leben. Es gefällt mir, wie die miteinander umgehen. Und ich glaube, dass das eine Form von Mission ist, die auf einem ganz natürlichen Weg auch passiert. Also ich muss nicht Menschen was überstülpen, sondern Menschen finden Dinge anziehend. Ich glaube einfach, dass das eine andere Perspektive ist. Mhm. Auch da komme ich wieder zurück, habe ich auch viel gelernt aus der Begleitung in den letzten Jahren. Was heißt es, Menschen zu begleiten? Nicht ich gebe meine Ideen vor, meine Lösungen, die vielleicht auch gar nicht passen, die ich auch gar nicht habe, sondern ich gehe mit Menschen, ich bin mit ihnen unterwegs, auf ihrem Weg. Und ich glaube, wenn Glaube, wenn Christsein was ausstrahlt, dann nehmen Menschen was mit und setzen das in ihrem Leben um. Also so würde ich auch missionarischen Glauben verstehen. Mutter Teresa hat mal gesagt, einige Jahre in meinem Leben wollte ich Menschen bekehren und dann merkte ich, ich habe sie verloren. Dann habe ich irgendwann entdeckt, ich muss Menschen lieben und habe plötzlich die Erfahrung gemacht, dass die Liebe sie bekehrt hat. Aber warum sollen sich überhaupt Menschen bekehren? Reicht es nicht, sie zu lieben? Warum hat man überhaupt das Anliegen, dass Menschen diesen christlichen Gott kennenlernen? Warum sollte das sein? Warum ist das gut? Lassen wir sie doch besser in Ruhe. Ja, stell dir vor, Uwe, wenn ich damals erlebt habe, dass Glaube für mich das Beste war, weil Gott, weil Jesus mich aus einer Lebenssituation war, wo ich total vereinsamt war, mich keinen Lebenssinn hatte, dass er mich da rausgeholt hat, ja, dass er mein Leben verändert hat. Wenn ich das als gut erlebt habe, dann bin ich doch überzeugt, dass es auch für andere Menschen gut sein kann. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Und dann glaube ich natürlich als Christ, dass das Leben nicht aufhört, auch mit dem Tod, dass Glaube auch Perspektive hat über das Leben hinaus oder über den Tod hinaus, ja. Und insofern auch ganz viel mit Hoffnung zu tun hat. Und je länger ich unterwegs bin, merke ich, die Welt braucht Hoffnung. Es ist so viel Hoffnungslosigkeit um uns rum. Ob das jetzt hier soziale Nöte sind in unserer Stadt, in unserer direkten Umgebung oder weltweit. Ja? Also weltweit gesehen so viel Hoffnungslosigkeit. Und das ist doch ein Punkt, der lohnt sich doch weiterzugeben. Ja? Dass wir als Christen Hoffnung haben. Du hast gerade gesagt, weltweit, aber vorher hast du gesagt Gera. Wir haben unser Gespräch vorhin begonnen mit der Situation, du kommst neu nach Gera, deine Erfahrung hier in Gera. Was sind denn jetzt so, wenn du schon ein bisschen zurückschaust auf diese ersten Monate, was sind Dinge, die dich in Gera hoffnungsfroh stimmen? Ich kann natürlich nur vom Hören sagen, dass es sich die letzten Jahre viel verändert haben soll. Das habe ich vorher nicht gesehen, aber ich habe es in Leipzig erlebt. Mich hat fasziniert der Gegensatz, als ich 95 nach Leipzig kam, zwischen alt und neu. Da waren viele echt runtergekommene Häuserzeilen, nicht nur einzelne Häuser, sondern Häuserzeilen, die waren schwarz. Und es wurde ganz, ganz viel saniert. Ich kann mich erinnern, ich war damals ambulanter unterwegs in Bruchbuden, die heute wunderschön sind, Gründerzeithäuser. Und deswegen kann ich mir das vorstellen, wie viel sich auch in Gera die letzten Jahre verändert hat. Und das finde ich einfach toll. Und mit diesem Auge gehe ich auch durch die Stadt. Ich sehe, wie viel schon geworden ist. Ja. Ich finde diese Fassaden ganz toll, diese Stadtwillen, die wir haben. Aber auch so, wenn du nach Lausanne kommst, wie viel saniert worden ist, auch in dem Plattenbauviertel. Ja. Auch Rückbau betrieben, der einfach viel mehr Räume auch geschaffen hat in den letzten Jahren. Der Hofwiesenpark, ne? Wie gesagt, ich kenne es nicht von vorher, ich stelle es mir einfach vor. Und ich glaube, das ist so toll, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Und ich merke auch, dass es hier in der Stadt einen Haufen Leute gibt, die gestalten wollen, die nicht in so einer Lethargie drinbleiben wollen, sondern die nach vorne wollen, gestalten wollen und auch ein Klima möchten von Offenheit und einer guten Atmosphäre.
Und ich wünsche mir, das einfach mitgestalten zu dürfen. Und ich wünsche mir auch, dass man in ein paar Jahren hier wieder stolz drauf ist, zu sagen, wir sind Gerschen. Wir, nicht wie mein Nachbar, der sagt, na, ich habe hier immer schon... Den würge ich dir jetzt mal ab. Das Schlusswort zu sagen, dass wir in ein paar Jahren wieder stolz drauf sind, wir sind die Gerschen, das ist mir viel lieber als das Negative vom Nachbarn. Ja. Unsere Zeit ist leider rum, Stefan. Ich danke dir, dass du... gekommen bist hier in dieses Gespräch. Danke dir, dass du nach Gera gekommen bist und dass du mit so viel Hoffnung hier etwas für diese Stadt bewirken willst. Danke sehr. Gerne. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal bei Über Gott und die Welt. Machen Sie es gut. Tschüss.